3, 2, 1, los. So, synchronisiert sind wir und wir machen wieder weiter. Ach, schon ein paar Tage her, da ich nicht gespielt habe. Ich spiele ja auch parallel, also privat, spiele ich jetzt auch einen anderen Need for Speed Teil. Und das ist auch schon wieder so eine Sache, wo man sich auch ein bisschen umgewöhnen muss, wenn man ein etwas neueres Rennspiel spielt. Ja, und da wieder diese alten Schinken, da ist auch wieder so ein bisschen die Physik anders da. Das Fahrverhalten ist anders da. Von der Grafik mal abgesehen. Ja. Muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Alter. Ja, fahr noch einen Stuss zusammen. Hopp, komm. Muss mich erstmal hier wieder ein bisschen einfahren. Nicht, dass ich hier jetzt komplett faile. Das wäre natürlich wieder sehr peinlich für mich. Ich habe ja ein Ziel gesetzt. In jedem Rennen Erster zu werden. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Hoffentlich wird mir das nicht den Hals brechen. Wenn ich jetzt sage, dass ich in jedem Rennen Erster werden will, das könnte mir zum Verhängnis werden. Ich kenne doch mein Glück. Karma ist nicht mal so gut zu mir. Aber wir werden sehen. Na, boing. Einfach mal fahren. So wie ich immer fahre. Oh ja, dann wird es auf jeden Fall schief gehen. So, wenn ich mal fahre, dann kann das ja nicht gut werden, ne? Ach ja, die schöne Schneelandschaft im Crystal Lake. Ist ja auch schon wieder bald Winter. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, wir haben jetzt schon Ende Oktober. Und trotzdem ist es immer noch verhältnismäßig warm hier im Oktober. Also ich kann immer noch mit dem T-Shirt draußen rumrennen und das macht noch gar nichts. Naja gut, ich mag ja auch sowieso ein bisschen mehr die Kälte als statt so richtig warm. Also alles, was schon über 25 Grad Außentemperatur geht, ja, ist für mich schon heiß. Also 15 bis 18 Grad, das ist für mich die optimale Temperatur. Das habe ich gern. So, hört er aber Bescheid jetzt. Ich bin halt eben mehr der Wintertyp. Gut. Wieder mal schön Erster. Was macht eigentlich meine Aufnahmebox? Die läuft doch gut. Das ist wunderbar. Da freut man sich. Jetzt, dass ich wieder Probleme habe. Weil die letzte Aufnahme, die lief ja gut. Da hat meine Aufnahmebox wieder gut aufgenommen. Ich hoffe, dass es diesmal auch wieder der Fall ist. Denn es geht mal so langsam richtig auf den Keks, dass immer irgendwas ist. Zweite Runde. Ja. Ich kann lesen. Wo war ich? Achso, ja, es geht mir richtig auf den Keks, dass mir immer wieder irgendwas abkackt. Entweder die Hardware von meinem PC oder die Software oder irgendeine Software, die spackt. Sei es Aufnahmeprogramm, sei es Bearbeitungsprogramm. Manchmal kackt auch mein Monitor gerne mal ab. Das hat man bestimmt auch schon in einem anderen Let's Play bei mir schon des Öfteren mal gesehen. Wo ich mal so ausgerastet bin, weil mir der Monitor sich ab und zu mal ausschaltet. Aber ich glaube, da habe ich den Fehler gefunden. Das war ein defektes HDMI-Kabel. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich der Grund war. Aber bis jetzt läuft mein Monitor stabil. Das freut mir. Und so kann das auch bleiben. Oh, da kommt ja gar nicht rum, der Ferrari. Oh, da hinten, da kommen die anderen. Aber 3 Sekunden haben wir Vorsprung. Das ist wunderbar. Wer baut hier so enge Straßen, ey? Das ist nicht toll. Das ist gar nicht toll. Naja, noch 2 Runden und dann haben wir das hier auch schon erledigt. Ich denke, das geht ganz gut. Nein, Nase nicht schon wieder jucken oder kitzeln oder beides. Das gefällt mir nicht, wenn du das tust. Na
komm. So ist schön. Rum, 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 rum. Rum, die dumm. Kommt aber nicht in den Puschen, der Verraten. Achso, ihr dachtet schon, mein Hund Ben, oder ist ja in mir im Spiel. Ja, nein, nicht an die Eiswand krachen, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ach, mein Hund, die Hand tut jetzt weh. Ich muss immer wieder ein bisschen mehr trainieren. Auch immer so ein bisschen. Krampf. Na gut, ich hänge ja auch die meiste Zeit vor meinem PC rum. Ja, ist auch nicht gut für den Körper, wenn er andauernd nur sitzt. Beste Runde, dritte Runde. Beste Runde. Kein Rundenrekord gebrochen. Bin sehr beschämt von mir. So, 7 Sekunden haben wir Vorsprung. Ach, das ist schön. So will ich das haben. 7 Sekunden Vorsprung. So kann das bleiben. Wupp. Rum. Wow. Oh, kein Scheiß hier. 50 Meilen die Stunde ist hier erlaubt. Moment, 50 Meilen. Moment, eine Meile sind 1,4 Kilometer. 1,6, Entschuldigung, mit 1,4, 1,6. 50 Meilen mal 1,6. Was sind denn das? 75 km/h so um den Dreh rum. 75, 80 km/h. Boah, läuft bei uns. So langsam kriege ich wieder ein Gefühl für den Ferrari. Da komme ich wieder rein. So soll das auch sein. Die Texturen von den Bäumen finde ich auch immer so geil. Aber so war das halt eben damals. Trotzdem macht es nicht weniger Spaß. Ja. Warum? Ob, du lahme Möhre. Boah, der andere, der hängt schon wieder. 2 Sekunden. Oh, bin ich so langsam jetzt gewesen mit der ganzen Plapperei. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ne, 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 ne. Wenn man sich verplappert, kann man schnell alles andere vergessen. Schon wieder bellen da die Hunde. Können wir aber machen. Zahlt bestimmt Hundesteuer, also darf er bellen. So, komm, komm, komm. Ah, wir haben ja noch eine Runde. Ich dachte, wir wären schon in der vierten. Kann man die nicht einfach weglassen? Ich meine, das holt doch eh keiner ein. Die Chancen stehen relativ gering, dass uns einer einholt. Könnten die doch eigentlich uns auch die eine Runde... Das ist ihre beste Runde. Letzte Runde. Ja. Kann man die nicht wegfallen lassen? Ich meine, der andere hat 8 Sekunden Rückstand. Der holt uns doch nie im Leben ein. Da müsste ich ja jetzt schon richtig Bockmist bauen. Na ja, gut. Was soll's. Dann fahren wir halt eben jetzt noch diese eine Runde. Funktioniert das auch. Muss ja immer fair für alle sein. Sportlicher Wettkampf und sowas. Olympia und sowas. Boah, das ist ein Donut. Ich krieg mal Hunger, wenn ich an diesem Donut-Ding da vorbeifahre. Oho. Ja, hat wieder aufgeholt. 5 Sekunden. Ja. Ist das
Pappelig-Sperre. Immer schön fahren. Ja, der holt echt auf, der Kollege. Ich kann nicht sagen, dass mir das sehr gefällt. Wenn der mir hier weiter aufholt. Am Ende holt er uns noch ein. Das wäre richtig peinlich. Aber ich würde sagen, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Ziellinie ist schon gleich da. An den paar Blockhütten hier vorbei. Und dann passt das. Ich freue mich. Wieder 30 weitere schöne Pünktchen auf unserem Konto. Ach, ist das schön. Okay. Ja, Bellos, ich hab euch auch lieb. So. Einmal unter der Brücke durch. Dann haben wir es ja gleich. Ach, ist das schön. Ist das schön. So, jetzt haben wir einen schönen U-Turn. Beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. Hast du was anderes erwartet, Kollege? Wieder 30 schöne Pünktchen. Aufnahmebox, spinn nicht rum. Ich sehe gerade, meine Aufnahmebox spackt ein kleines bisschen rum. So, darum machen wir jetzt gleich mal weiter. Drei. Zwei, eins, los. So, synchronisiert Hämmer. Ich sehe gerade am Audiopegel von meiner Aufnahmebox, dass das ein kleines bisschen ruckelt. Ich hoffe echt, dass das jetzt nicht wirklich groß was zu bedeuten hat. Ich habe echt keinen Bock, dass der Sound hier wieder stottert. Und du, froschgrüner Ferrari, geh mal weg. Kriminell sein Ferrari froschgrün zu machen. Bäh. Alter! Ja, genau. Kaktus aus Stahl. Da freut man sich. Oh, wir sind Letzter. Das kann ich so nicht mit meinem Ego vereinbaren. Aber wir haben ja erst angefangen. Wir können das Feld immer noch aufmischen. Von hinten. Wie sich das gehört. So wie es von der Natur vorgesehen ist. Immer von hinten. Alter, das hat er doch Absicht. Ja, ich kann nach Hupe. Kaschbarkopf. So. 7 Sekunden hat der erste Vorsprung. Okay. Ein Coyote, der geheult hat. Alter, geh doch da mal weg, du Spacken. Eieiei. Kein Autofahrer kenne, aber andere Leid bedränge. Sowas habe ich besonders gern. Ich komm. Hopp. So, geh mal da weg. So, Freunde. Immer gerade gelacht, wenn ich die anderen da vorne nicht auch noch kriege. Ach, ich sehe nichts vor lauter Dreck.
Ach Gott, da wird einem ja schlecht von diesem Gehopse. Meine Herren. Das ist nicht gut. Egal, wir sind wieder Erster. Von hinten aufgewühlt und wieder an die Spitze. So muss das sein. So nicht anders. Schön, wie das im Tunnel halt. Feiere ich immer wieder. Ah, Nase, hör auf zu jucken. Moin. Zweite Runde. Wunderbar. Wir wieder an der Spitze. So will ich das haben. So soll das bleiben. Vor allen Dingen will ich das auch so sehen. Rusty Springs. Klingt irgendwie wie aus einer Stadt aus Cars. So, Freunde. Hammer. Nein! Gleich. Boing. Läuft. Gut, Knut. Ja, Coyote sagt auch seinen Ton an, dass wir gut sind. 4 Sekunden haben wir Vorsprung. Ach ja, so ist das schön. So will ich das haben. Lala, hey. Vollgas voraus. Upsa. Läuft. Läuft. Upsa, durch die Ruinen durch. Gut. So, eigentlich wird es auch schon ein bisschen Routine hier mit diesen Runden, da die schon ein paar Mal gefahren ist. Bekommt man da auch schon ein bisschen Gefühl für. Was nicht unbedingt schlecht ist, muss ich auch mal so sagen, ne? Je öfter man was macht, umso besser läuft's. Das nennt man Übung. Immer gleich immer so lange auf den anderen Monitor gucke. Ich habe echt immer Angst, dass meine Aufnahme irgendwie abspackt. Ich bin da jetzt echt vorsichtig wie so ein Schießhund. Wer will schon was 2, 3, 4, 5 Mal von demselben Gedöns machen? Tolle Runde, dritte Runde. Ja, noch 2 Runden und dann haben wir es gepackt. Juhu! Läuft wunderbar. Ich muss ja Schluck auf. Auch nicht so toll. Nein. Oh, Alter, das war eben gekonnt, gefailed. Gefailed, gekonnt. Oder. Naja, der beinahe schief gegangen. Sagen wir es mal so. Aber zum Glück bin ich ja ein Pro-Fahrer. Ich kenne mich ja aus, ne? Wie lange habe ich denn jetzt eigentlich schon den Autoführerschein? Ich glaube, müssten jetzt schon knapp 15 Jahre sein, wo ich den Autolappen habe. Sagen wir es mal so knapp.
Also so 13, 14 Jahre habe ich einen Autolappen bestimmt schon. Ich habe auch schon so die einigen kuriosen Sachen erlebt, was man so erleben kann. Natürlich habe ich auch Unfälle und so einen Scheiß gehabt. Gehört halt eben auch dazu, aber so lernt man halt eben fahren. Nicht jeder ist gleich perfekt. Und auch mal auf den Arsch fallen gehört zum Lernen dazu. Beziehungsweise ist Bestandteil von Lernen. Ja. Könnt ihr euch auch mal merken. Ups. Ups. Rum, 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 rum. Läuft. Läuft Wunderbärchen. Ach ja, 12 Sekunden. Da gucke ich mal nicht auf die Zeit. Ja, und schon hänge ich sie alle zeitenmäßig extrem ab. Das ist doch mal echt gut. Das ist gut. Da freut man sich. So. Na, komm. Das schaffen wir. Dann haben wir noch dritte Runde. Zieht sich alles noch so ewig lange hin. Ein bisschen kürzer machen können die Runden. Dann wäre das nicht so lange. Moin. Moin. Letzte Runde. Eieiei, letzte Runde. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir sind super. Das kriegen wir hin. Halalala. Der Ferrari fährt gut. Und der Fahrer ebenso. Also als Songschreiber sollte ich mich besser nicht versuchen. Ich glaube, da würde ich am Hungertuch nagen. Obwohl ich ja die Jungs und Mädels beneide, die ihre Songtexte schreiben, selber schreiben. Ich finde ja sowas irgendwie hier richtig faszinierend. Wenn man so, ich meine, ich bin ja auch nicht gerade unkreativ. Ja. Ich habe früher zum Beispiel viel gezeichnet, viel gemalt. Ja. Ich bin geschickt mit meinen Händen. That's what she said. Nee, aber ich bin handwerklich auch, sagen wir mal, nicht ganz unbegabt. Ja, aber singen. Das ist, glaube ich, denke ich mal, irgendwas, worauf ich mich nicht so hintraue. Ein Instrument spielen, ja, aber meine Stimme benutzen, na, ich glaube nicht, dass ich so eine schöne Gesangsstimme habe. Nee. Lieber nicht. Am Ende kriege ich noch eine Anzeige wegen Peter, von Peter, ja, oder von irgendeiner anderen Tierschutzorganisation, ja, dass ich hier irgendwie Katzen quäle oder sowas. Wenn ich anfange zu singen, hört sich das so ähnlich an, als würde man eine Katze quälen. Nee. Das muss nicht sein. Das will ich auch niemandem antun. Ich glaube, ein rostiger Nagel über eine Schieferntafel klingt vergleichsweise schlimm. Boah, jetzt habe ich dieses Geräusch im Hinterkopf. Von einem rostigen Nagel, der auf einer Tafel entlang kratzt. Schulzeit bleibt im Verborgenen meines verwirrten Kopfes. Hast einen Grund, warum du da hinten drin bist. Dass ich ja nie wieder auspacken muss und diese Schmach noch einmal durchleben muss, also in Gedanken. Letzte Runde. Beinahe hätte ich wieder an die Wand geknallt. Hier sehen Sie einen Bastian, der versucht, sein suizidiales Verhalten
suizidiales. Was ist das ein Wort? Er findet solche Wörter. Rundenrekord. Gratuliere. Sie sind Erster. Yeah, Rundenrekord. Na bitte, Rundenrekord, so will ich das haben. Gut, nächsten 30 Punkte, 180 Punkte, also uns holt keiner mehr ein. Selbst wenn wir jetzt mal Zweiter oder Dritter werden sollten. Ich glaube, da kriegt uns keiner. Gut, wir machen weiter, ich schinde hier nur Zeit.